And Gentlemen, willkommen zur nächsten Folge Ark Survival Evolved mit Dennis, Lukas und sonst keinem. Moin. Moin. Und jetzt baue ich, muss ich mal wieder Lager bauen, weil das hat ja der Bronto in der letzten Folge, beziehungsweise vor wenigen Minuten bei mir, alles zerstört. Kommen mir echt die Tränen. Ja, und ich finde, das ist doch das erste Mal, wo ich sagen kann, guck bei Dennis, da gab's ordentlich was zu sehen. Naja. Guck nicht bei Dennis, er hat's nicht verdient. Er lobt nicht mein Lob, also haltet. Nee, ihr haltet nicht mein Lob. Wieso soll ich dich dafür loben, dass du nicht lobst? Ja klar, musst du. Hallo, ich will mein Geld haben. Nee. Das finde ich jetzt aber. Nee, oh! Aber ein bisschen krass, Alter! Ja, soll ich einen Tipp geben? Guckt meine Folge. Scheiße! Oh Gott, Alter, ich... Kannst du mir einen Hinweis geben, was es ist? Schlange! Sterne, okay. Sterne, ich sehe Sterne. Ach, verdammt, okay. Mir fällt gerade ein. Ganz viele... Du hast eine Flakrüstung, du wirst wohl nicht sterben. Ja, aber mein Peter hat gerade ganz viele Sterne gesehen. Der hat keine Flakrüstung. Ja, das weiß ich. Da vorne ist sogar noch mein Stuff. Schade. Ich dachte schon, wir hätten mal Ruhe, während du dich wieder aufbaust. So, wollen wir mal gucken, ob da unten böse Viecher sind? Bestimmt ganz viele. Ich wette, das lohnt sich gar nicht. Oh, das sind Wölfe. Nice. Ja. Wir müssen ja unsere Wölfe nochmal Wölfe zähmen, ne, Lukas? Jo. Alter, was ist denn hier für ein geiler Stuff am... Ich glaube, wir nehmen uns gleich die die Longneck Rifle mit und holen uns Adler. So Leute, ich habe meinen Stuff dann, ja? Boah, Alter. Ein Wolf. Ja, ich habe gerade gegen einen Wolf gekämpft. Level? Okay. Weiß ich nicht. Ich habe mir ja nicht getötet. Oh ne, ich gehe wieder hier, ich mag das hier nicht. Alter. Von den paar Hits hat der bestimmt, hat der Peter ein Viertel Leben verloren oder ein Drittel. Huh. Wo bist denn du? Darf ich dich abholen? Nö, brauchst du nicht. Ich suche noch Quetz. Aber ich glaube, ich fliege jetzt auch nach Hause. Es wird ja langsam langweilig hier. Hast du schon mal, wenn du hinterm Schneebiom bist, diesen Wasserfall gesehen? Hinterm Schneebiom? Welchen Wasserfall? Der sieht ja mal mega nice aus. Das Ende der Karte, oder was? Weiß nicht, was das Ende ist. Ja, das ist das Ende der Karte. Ich flieg einfach mal drüber, mal gucken, was passiert. Du bist tot. Ja, da kommt bestimmt die Border und dann schmeißt es dich runter. Nee, ich flieg mal flach. Aber ist gut, dass ich... Über Wasser. Ja, aber ich hab doch einen Fallschirm. Über Wasser, ein Fallschirm. Ja, ich kann auch wieder an Land fliegen. Ah, sorry. Nein. Stimmt, das Wasser fließt einfach ins Nichts. Och nee. Was denn? Das ist auch noch weg. Ach, weg. Mein Dingens. Ah, okay. Das ist natürlich genau. Tragisch. Na, schaffe ich es noch bis da drüben auf die Insel? Wird echt eng. Ich lass mal den Sprint weg. Jetzt komm her. Gegen was kämpfst du schon wieder? Ich? Ja. Ich kämpfe nicht. Weil du gesagt hast, komm her. Deswegen dachte ich. Ja, ich meinte mein Adler. Achso. Wieso soll ich damit einen Gegner meinen? Naja, wenn du gerade gegen was kämpfst und das rennt weg. Oh, ist das ein Raptor? Hier ist ein Obi-Raptor. Ja. Alter Schwede, ey. Boah. Ist echt sicherer, wenn man einfach mit dem Boot überhaupt nicht an Land geht, sonst ist man echt... Ja, dafür hast du jetzt einen Peter, da kannst du ja immer hin und her fliegen, kannst du Kurierdienste mitmachen. Aber es ärgert mich echt, dass wir keinen Quetz mehr finden hier. Der wäre echt nice. Ich würde gerne mit dir zusammen nach Hause fliegen, wo bist denn du? Wo bin ich denn gerade?
Nehmen wir Barsch. Ich geb dir gleich meine Barsch. Da sind auch so drei große Inseln, ne? Ich bin bei der mittleren. Ja, die drei großen Inseln. Ich glaube, das müssten die sein, die man auf der Karte sieht, ja. Und ich bin dann bei der mittleren gerade. Guck mich aber also nochmal ein bisschen. Also du bist fast schon wieder zu Hause. Nö. Ich habe die ganze Zeit hier in dem Gebiet gesucht. Ich hasse die rote Schrift oben immer, dann denke ich, irgendwas ist passiert. Dennis ist gestorben oder zu Hause bei uns ist ein T-Rex eingebrochen. Ja. Und was ist passiert? Nix, mir war warm. Achso. Sag mal Koordinaten. Alter, guck auf die Karte und flieg zur mittleren Insel. Wie ist das die mal mittlere gucken, Insel? Direkt über unserem Haus oder zwei über unserem Haus? Über unserem Haus? Unter unserem Haus. Ja. Du hast unten eine ganz große, da hast du eine mittelgroße und eine mittelgroße. Und bei der ersten mittelgroßen, ganz oben also bei ist der Lava-Insel. Mittleren, da war ich gerade. Mittlerer, okay. Und dann bist du gleich wieder zu Hause. Nee, ich fliege ja hier noch rum. Chitin-Keratin. Woher kriegt man das nochmal außer bei diesen Trilobiten? Schildkröten. Schildkröten. Trikes? Nee, Chitin. Chitin kriegst du von Trikes. Nein. Doch. Nein, Keratin. Chitin sind doch Hörner. Die kriegst du von Trikes. Keratin. Nee, Keratin sind Hörner. Nein? Doch. Ich bin mir ganz sicher. Keratin. Guck nach. Keratin ist das Weiße und Chitin ist das Braune. Ist ein wilder eingerollter Dydekoros. Na, willst du? Ich guck gleich zu Hause nach, gucken ja. Wir den wo bist mal. Du jetzt, Lukas? Ich dachte, wir wollten zusammenfliegen. Ich bin gerade links neben der obersten Insel. Links? Warum bist du da? Und du bist schon jetzt laut. Ach. Also, irgendwann krieg ich mal Kopfschmerzen vor. Kriegt der überhaupt Schaden, wenn der eingerollt ist, der Dydekoros? Ich glaub nicht. Oder nur entweder gar keinen. Entweder gar keinen oder nur 10%. Kommst du jetzt also zu die mir, oder? Säbelzahntiger. Nee, ich flieg nach Hause, kannst du nach Hause fliegen. Doch. Und Skorpione. Oh, ich muss aber zwischenlanden vorher. Oh, hier die Insel ist doch schön. Mit zwei Paras, da kann man nochmal zwischenlanden. Para, Para. Ja genau, die sind bestimmt Mate-Booster, warte mal. Dennis hat Para. Nee. Dennis ist paralysiert. Das sind jetzt nicht zwei Mail, oder? Ein Para. Wild Mail. Ja, Pfarrer. Ne, hier sind zwei Wild Mail auf der Insel. Da wechsle ich lieber wieder das Ufer. Gerade nach Trilobiten. Woher kriegt man Chitin nochmal sonst? Müssen wir mal kurz nachgucken. Skorpione, Trilobites und. Ach, Skorpione ja auch. Nein, ich nehme auf! Jetzt finde ich einfach so Hand hinhalten können, dass du gerade aufnimmst. Weil man hat die Hand. Nur... Ja, was, wenn du... sieht ja keiner meine Hand, wenn die Tür zu ist. Ach so. Kann ich ja nicht ahnen. Hier kommen die Leute immer erst ins Zimmer, bevor sie reden. Und bevor sie anklopfen, sowieso. Ja, dann halt du mal Hand hin. Ja. Funktioniert. Dann mach ich aber so. Ich mach dir jetzt die Bewegung, du siehst es gar nicht. Ne? Ich sag, ich mach dann so. Also ich mach dann halt so und dann, ja. Mach ich so. If you understood, so, dann sind wir auch gleich wieder zu Hause. Aber Neo, Dungbeetle. Alter, bei mir kackt grad voll arg ab. Was nochmal das ist? Dunkleos Deus, Europhirid, Meganeura, Skorpion. Tanomyra, Trilobit. Also die Insekten auch, ne? Achso, ja klar. Meganeura. Oder ich glaube, das steht heute hier. Lukas, du glaubst nicht, was gerade. Wo bist du überhaupt? So gut wie zu Hause. Ich bin schon zu Hause. Du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Glaub ich dir sowieso. Ja, ja. Da ist gerade ein Wild Mail an Kylo von dem Berg da runtergefallen in unser Haus. Und wo ist er jetzt? Ja, im Haus. Hat er gesagt. Da! Ich glaube, an Kylo gibt Keratin. Vergiss es, nicht hier drin. Hä, hey, der ist Level 8. Ja, und wir haben einen Mini-Sabber dabei. Weißt du, was mich das gerade erinnert? Was?
an den, an die Szene aus darstellendes Spiel. Lukas, krümmel hier nicht so rum. Hä? Womit kriegt man jetzt Keratin mit Spitzhacke, ne? Ich meine ja, mit Axt. Ja. Nee, ich glaube mit Axt. Spitzhacke. Spitzhacke hundertprozentig. Okay. Dennis, gib mir mal Dennis. Oh, guck mal, der ist schon doppelt so weit. Das liegt da in der Kiste, in der einen. Da liegt man in der Smithy, glaube ich. Oh, tolle Kiste. Oh, ist der süß. Der ist voll knupfig. Was ist der? Voll knupfig. Alles klar. Ah, oh, Mensch. Argentavis. Ja, oh, Argentavis ist sogar gut zum Keratinfarben. Da mache ich das doch jetzt. Weißt du, ich hab gedacht, mit Spitzhacke ist besser, aber nee. Alter, das läuft gar nicht, ey. Oh, warte mal kurz. Der ist nur Low Level, gut. Ich weiß, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt, Lukas? Am besten, erstmal besiege ich den hier hinten. Ja, gut, aber halt Abstand. Ich weiß nicht, ob ihr meine Maus hört. Weiß ich nicht, ist so laut bei mir. Hör auf! Du hast mindestens 10 Schüsse verschwendet. So, drauf da. Kann gar nicht sein. Blut? Ich sehe Blut. Was? Drauf da. Stamina reicht noch, Leben auch. Was ist los bei dir? Ich sehe Schildkröten, ich bin auf der Jagd. Im Jagdfieber. Die Jagd. Ab jetzt. Bei uns. Im Kino. Hä, warum sollten wir eine Kino-Werbung machen? Bist du. Ja, das hört sich gerade an wie so ein Kino-Trailer. Jetzt im Kino, bla bla bla. Nee, ist aber jetzt bei uns. Nee. Ich mach doch keine Kino-Werbung, sag ich so bescheuert. Aber Kinokarten bringen mehr Geld. Aber nicht uns. Doch, wenn wir die Kinokarten verkaufen. Welches Kino denn? Ja, weiß ich nicht. Ja, genau. Hast du noch ein Kino zur Vorauswahl irgendwo? Nein. Junge, ich hab aber eben mit der Axt mehr rausgekriegt. Ich hoffe, ich so gut, dass du dann. Ach, du kriegst mit der Axt etwa mehr raus als mit der Spitzhacke. Nein, mit der Spitzhacke meinte ich, als ach, jetzt mit dem als ja jetzt komisch. Axt kriegst du nicht raus. Luki, wir können mal beginnen und mal ein paar Crystals farmen, merke ich gerade. Ja, wer das sagt das? Kicke, da hast du gerade was zu tun. Joa. Was denn? Viecher töten. Hier vor mir stehen. Du kriegst keinen Knockback von mir. Oh, die sind ja richtig. Das ist eine andere. Achso, der steht daneben. Hat der irgendwas dabei? Oh, ich starve schon wieder. Huch, was hab ich denn dabei? Ob man damit gut farmen kann. Das stand so im Wiki, aber es ist hundertprozentig falsch. Aha. Tja, gut, dass du dich nicht mehr drauf verlassen hast. Lieber Spitzhacke. Ja, ich weiß, dass ich verhungere. Ich brat mal wieder ein bisschen Fleisch, ne? Mhm. Wahrscheinlich hast du einfach so krass Melee-Damage. Ja, das würde ich auch vermuten. Und der Adler so gut wie gar nicht? Ach, hier ist ja noch Fleisch drin, das nimmt ja nie. Der Adler hat Melee-Damage 170, ich habe Melee-Damage 140. Und ich krieg, sagen wir mal, fünfmal so viel raus wie der Adler. Also. Diskussion beendet. Was wollte ich denn gerade? Meine Diskussion jetzt. Nein. Die war vollkommen überflüssig. So, ich mache nochmal 400. Auch wenn Strikes besser waren, aber Fahrzeug. Ich habe jetzt einiges raus aus der Schildkröte. Hallo. Hallo. Ich wollte dich jetzt zwar eigentlich nicht mit der Hand schlagen, aber warum eigentlich auch nicht? Genau, warum denn nicht? Du kannst mir doch nichts. Junge, das ist ja scheiße mit dem Adler. Das macht man einfach per Hand, Junge. Das ist richtig easy. Es ist so easy. Gedrückt. Oh, Alter! Das geht war jetzt viel am Platze. Mein Computer kackt gerade voll ab, ey. Das kotzt mich so an gerade. Wahrscheinlich ist es einfach. Ich wollte mal kurz Sachen mit dem Veteranodon und dann können wir die Folge beenden. Aha. Dann wollen wir diese Folge nochmal gucken, wie schnell er jetzt eigentlich ist. Weil eben war der, als ich den gezähmt habe, vor zwei Folgen war der schon ziemlich krass schnell. Warum schreist du so? Das ist Moderation. Weil ihm langweilig ist. Ah, das ist die Moderationsstimme. Dann muss man immer lauter reden, oder was? Genau. Ach so. Damit das auch die schwerhörigen Opas verstehen. Ja, Lukas, du brauchst nicht lauter reden. Du redest die ganze Zeit schon laut genug. Alter, was ist das denn hier für eine Dodo-Armada? Armada ist immer. What?
Something is going on with you. Ich überleg gerade, ne? Ich glaube, wir bauen uns ein Hühnerhaus. Ist jetzt was? Ein Hühnerhaus. Tierquälerei? Als ob es dich juckt bei Ark wie. 36, 20. Hey, wir machen Freilandhaltung. In unserem Haus. Die kriegen sogar, genau, die dürfen sogar im Schlösschen wohnen. Freilandhaltung in eurem Haus. Ja klar. Im Schloss. Ey, das wäre doch voll nice, machen wir. Aber ja, aber das ist dann wieder Freilandhaltung, da kriegst du kein Siegel mehr drauf. Ey. Wer wohnt im Prinzessinnen-Schloss? Wer vergibt die Siegel? Du nicht! Nee. Und Aldinos also, auch nicht, die können das gar nicht. Oh, das ist doch schön, wie schnell der ist. Ja, findest du? Viel schneller als der Adler. Lukas, womit kriegst man Crystals mit der Spitzhacke, oder? Ja. Ah, da kommt immer nur so wenig raus. Ich brauche aber so viel. Ich will mir immer so aufwendige Sachen bauen. Was hättest du gern, Alter, Prinz? Alter, was? Was hättest du gern, Prinz? Ja, I am. Übrigens ist auch ein sehr prinzessinhaftes Prinzessin-Schloss, wenn es schwarz ist. Ey, ich hab das nicht schwarz angemalt. Aus dem Patchy könnte man das auch nochmal zähmen. Da kommen dann alte Erinnerungen hoch, Dennis. Alles klar. Was denn? Du hast mich gerade einfach angehoben. Nee, ich hab dich nicht angehoben. Oh. Nein. Wasser. Ja, für Fallschirm, Junge. Jetzt verschwindest du im Fallschirm dafür. Du wärst 100%ig im Wasser gelandet. Oh, Jungs, ich bin Dennis. Willst du mal gucken hier? Der ist voll geil, der. Ja, okay, warte, ich komm vorbei. Alter, ich hasse Gewitter in Arme. Dennis, wo bist du? Ja, ich komm nach Hause. Wo bist du? Ich komm nach Hause. Wo du bist, hab ich gefragt. Eingang. Das ist voll der Lahm aus. Hallo, Dennis. Läuft. Da bin ich auch mal. Nein. Wie viel Stamina hat das Viech denn? 700. Ne, 990 hat's. 990. Ja, ah, 990, gut, das war's anderes. Wobei, standardmäßig haben die 200, also. Ich überleg grad, wo meine Waffe ist. Ja, auf niedrigeren Level haben die. Lukas, was hast du meine Waffe hingetan? So, Jungs, wir können die Folge beenden. Nö, ich will ihn abschießen. Scheiße, er ist schon weg. Na gut. Hier, guck mal. Ja. Boom. Ah. Na gut, ich sollte sagen, damit verabschieden wir uns für diese Folge. Richtig. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Du kannst dich nicht mehr bewegen, aber tschau.